Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Infinite Undiscovery. Beim letzten Mal sind wir in Coton angekommen und haben einen in Zahlen einen Kampf hinter uns gebracht. Und danach habe ich die Stadt erkundet. Aber seien wir mal ehrlich, es gab sehr, sehr viele Cutscenes zu bewundern und ein bisschen Exposition. Wie man so schon sagt, ein bisschen Erklärung. Naja, nicht viel. Aber wir wissen, dass es einen Mondgott namens Veros gibt. Ich finde, das ist schon mal wenigstens etwas. Wir wissen, es gibt einen Typen namens Veros. Ob das jetzt gut ist, ob das schlecht ist, das werden wir noch sehen. Im Normalfall, wenn wir nach RPG-Logik gehen. Ist ein Gott nie gut. Es mag Ausnahmefälle geben, aber im Normalfall würde ich sagen, ein Gott ist nie gut. Wir sollten uns direkt fern von dem Typen halten, aber naja. So, solche Schatztruhen, wenn ihr denn Charaktere wie ihn dabei habt, oder sie, oder was auch immer. Immer, immer von ihnen öffnen lassen. Also wenn ihr die Wahl habt, wenn nicht, dann bringt euch das sowieso nichts. Aber wie ihr seht, Schatztruhe aufgeschlossen, 10.000 Gold, sag ich jetzt nicht nein zu. Ne, das ist der Punkt. Naja gut, die Währung hier ist voll, aber ihr wisst, was ich meine. Der Punkt ist halt, immer von solchen Charakteren aufschließen lassen. Ihr wisst nie, wo eine Bombe drin ist. Die schon. Also, die deaktivieren es dann einfach direkt. Soll nicht heißen, dass man irgendeine Fähigkeit hat, die sagt, ja, da ist eine Bombe drin, da nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Der Punkt ist halt, die können es dann aufmachen. Uns geht's dabei gut, wir explodieren nicht. Und wenn wir nicht explodieren, sind wir glücklich. Sag ich jetzt mal so. Also ich bin persönlich dann glücklich, weil ich krieg keinen Explosionsschaden. Nicht, dass Explosionsschaden auch so ein Riesending wäre, aber noch. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich direkt hier oben euch ausraube. Und da fällt Schnee in eure Wohnung, so mehr oder minder. Dass ich von hier oben allerdings nicht runterspringen kann, naja. Vergeudetes Potenzial, dann wiederum überall springen zu können, naja. Kann auch mal sehr, sehr schnell in die Hose gehen. Was wir heute versuchen zu erreichen, ist dann aber tatsächlich auch mal, dass wir den Dungeon, beziehungsweise die, ja, wie gesagt, die Karte, die keine Karte ist, weil wir nur noch unterwegs sein werden durch Teleportationsgedöse. Aber nichtsdestotrotz die theoretische Karte erkunden. Das ist das, was wir jetzt demnächst machen werden. Bis dahin muss ich zwar hier tatsächlich Coton erstmal komplett untersucht haben, unter die Lupe genommen haben, alles angeguckt haben. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Irgendwie. Ihr merkt halt nur direkt, Coton ist tatsächlich eine recht große Stadt. Ich kann hier sehr, sehr weit und sehr, sehr viel ablaufen, ohne dass ich irgendwo hinkomme. Ich weiß es wirklich. Es ist nicht das Interessanteste, was man machen kann. In einer neuen Stadt, in einem relativ langsamen Tempo, das ist mein größtes Problem immer noch, weil ich nichts machen kann, um schneller zu laufen. In einem relativ langsamen Tempo durch die Stadt zu eiern, ist jetzt nicht unbedingt etwas, was ich als ein Riesenvergnügen unterschreiben würde. Ich weiß das, es tut mir in dem Sinne auch leid, aber kann sich ändern, also sorry, Marseille. Ich hab's definitiv falsch gesagt, also ich bin kein Chinesen, Japaner, Koreaner, Thailänder, was auch immer, Sprachexperte, definitiv nicht. Englisch, kein Ding, oh, ja, Englisch, aber der Rest wäre ich ganz vorsichtig. Aber genug von mir, wie geht's denn euch? Oder so. Nein, 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 nein. Das Emporium. Was auch immer im Emporium ist, ich hoffe, es hat mit Schätzen zu tun. Oder zumindest Items, ja, aber ja. Luxandein, gut, ist jetzt eins der langweiligsten Items, die wir kriegen können eigentlich. Aber da kommen wir nicht rein.
Aber wer will denn da auch schon rein, ne? Wollen sie mich nicht selber reinlassen? Dann ist das deren Pech, denn ich bin Sigmund, der Befreier. Für diejenigen zumindest. Und ein Coton Omelette. Ich glaube, dann habe ich alles, was wir momentan holen können. Sieht gut aus. Das heißt, die Stadtbesichtigung ist vorbei, das Video ist vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. War schön mit euch. Schön mit euch. Nein, nein. Dafür wäre es jetzt ein bisschen zu kurz tatsächlich. Wir werden jetzt noch eine Sidequest gleich starten und ich glaube im Endeffekt uns nur noch eine Cutscene angucken gehen. Oder was ist Cutscene? Falsche Tür. Falsch gedacht, falsche Tür. Noch nicht mal eine Cutscene, aber wir werden uns eine Szene angucken gehen. Verdammt, ey, diese Türen. Ich weiß ja, dass ich sag mal geladen werden muss oder was auch immer, aber meine Herren. Da will man nur durchlaufen. Geht nicht. Allerdings ist Rutscha, mit der wir reden müssen. Natürlich genau auf der anderen Seite. Ich meine, das ist natürlich richtig genius-mäßig. Ich sehe gerade etwas, was ich vielleicht hätte vorher machen sollen, aber naja. Ihr werdet sehen, was ich meine, wenn es dazu kommt. So. Geht doch. Macht wohl Sinn. Ich wünschte aber tatsächlich, diese Sachen wären vertont. Dass sie nicht mal die Hintergrundmusik ist schon irgendwie traurig. Ja, definitiv eine Schneeprinzessin. Du, eine Lady? Sehr nett. Du, eine Lady. Das verändert Eigenschaft Nummer 2 angeblich von Dominika, aber ja, ist dann halt so. Möchtest du uns etwas geben, weil wir das Monster besiegt haben? Simon, ha? Huh? Im Nordwesten. Warum geben wir denen das jetzt? Ich meine, er hat gesagt, gut, das Militär hat daran festgehalten, aber echt jetzt? Dann kommen wir und er sagt, ja, kannst du ja mal abgeben. Was zum Teufel ist los mit dir, Junge? Meinen die, nur weil ich das jetzt abgebe, wird das dann besser? Ja, euer Kind ist tot, aber der Enkel immer. Ich glaube, ich muss es dir geben. Glaube ich. Ja. Im Endeffekt darf ich jetzt eine halbe Stunde warten. Ist kein Witz. Wir haben jetzt eine Spielzeit von 14 Stunden, 21 Minuten. Ich muss jetzt eine halbe Stunde warten, damit diese Sidequest weitergeht. Da fuck. Ich könnte es auch vorspulen, klar, aber naja, ich werde jetzt einfach Cut machen und wir sehen uns gleich wieder in einer halben Stunde. Ohne Witz, bis diese Dame mal mit einem redet, eine halbe Stunde. Ist schon cool, wenn man da rumsteht und nichts macht. Ich meine mal ehrlich, das ist, ich weiß auch nicht. Hätte auch nicht mal eben schneller gehen können. Nein, wir müssen da rumstehen.
Ihr wollt also mehr herausfinden. Okay. Damit geht die Quest im Endeffekt weiter. Sie sagt, er hatte immer eine Art Kugel um den Hals. Und bevor ich jetzt hier blöd durch die Gegend renne, gucke ich einmal. Da lang. Und wenn die gefunden wird, wie die Brillengläser, dann wird es akzeptieren, dass Oleg wahrscheinlich, beziehungsweise dass Simon, Oleg ist der Typ, der uns die Quest gegeben hat, dass Simon sehr wahrscheinlich das Zeitliche gesegnet hat. Und um das hier zu beweisen, gehen wir im Endeffekt wieder rein, wo wir gegen das Monster gekämpft haben, das wäre dann hier unten. Und damit hat sich die ganze Geschichte. Und dann können wir uns aufmachen zur letzten Stadt im Spiel. Ich weiß, ich bin auch ein bisschen verdutzt. Beziehungsweise verdutzt gewesen damals, aber es wird jetzt tatsächlich die letzte Stadt im Spiel. Ein beschädigter Anhänger, den keiner gefunden hat, weil scheinbar die Wachen hier nicht unbedingt gut aufpassen. Ich meine, er liegt genau da. Wenn sie da die Gläser herhaben, wovon ich ausgehe, dann haben sie den Anhänger nicht gesehen? Schlecht. Ganz einfach schlechte Arbeit von den Kriminologen. In dieser Welt. Wenn sie da welche haben, sonst sind es halt die Wächter. Ist auch okay. Dann haben halt nur die Wächter schlechte Arbeit geleistet. Ist mir ja im Endeffekt egal. Tja. Dafür halten wir das Farbe drauf. Ja. Dafür halten wir einfach im Prinzip nur ein Wristband, also ein Armbändchen. Was soll ich sagen, die Quests hier im Spiel sind, sie bringen schon was, das ist nicht das Problem, aber naja, man kriegt halt nicht so viel, wie man mal gerne daraus hätte, sag ich mal so. Und im Endeffekt ist das halt mal wieder das perfekte Beispiel, eine halbe Stunde darauf gewartet, dass ich diese Quest überhaupt machen darf. Und ja, kriegen tue ich im Endeffekt halt nichts daraus. So ist das halt. Aber gut, machen wir uns auf zur letzten Stadt im Spiel, die tatsächlich auch die größte ist und sehr wahrscheinlich dafür sorgen wird, dass ich nochmal alles herstellen muss, was ich will für ultimatives Equipment, wo ich dann sowieso eine Stunde oder zwei das Spiel ausmache in dem Sinne und dann nur am Machen bin. Gehe ich nämlich stark von aus. Also soweit ich mich erinnere, war es so, dass wir das da theoretisch machen können und dann werde ich die Chance auch ergreifen, dann wird Eugene alles herstellen, was herzustellen ist und irgendwer wird alles kochen, was zu kochen ist. Das ist halt ein Ding. Das freut mich, dass ich dann vielleicht seit einem Mal nicht eine Party hergestellt habe, dass ich jetzt, genau, danke. So, wir machen so, hier unten, er kriegt Savio und Dominika sowieso, weil die dürfen ja nicht mit Kapell laufen, eigentlich wollte ich so machen. Und dazu nehme ich dann Eugene mit. Genau. Warum nicht? Und dann laufen wir mal hier durch. Wichtig zu merken ist. Aber ich hätte ihm theoretisch noch einen Charakter geben können. Halt vergessen. Egal. Ist im Endeffekt jetzt nicht unbedingt wichtig, ob ich ihm jetzt 5 Charaktere an die Hand gebe oder nur 2. Wäre vielleicht fürs Level ganz praktisch gewesen, aber wir kommen hier unglaublich oft durch diesen Wald. Das kann ich euch halt jetzt schon sagen. Dementsprechend braucht man sich da nicht wirklich viel denken. Einfach durchziehen. Gegner kaputt machen. So, das Geheimnis dieses Waldes ist jetzt eigentlich. Ich weiß gar nicht, er rennt immer nach vorne. Ja.
Dick rennt nach vor, das ist ja gut so, denn wir haben hier in diesem Wald tatsächlich unsichtbare Wände. Beziehungsweise unsichtbare Teleportwände, so. Also es kann passieren, dass ich hier irgendwo durchlaufe und zack, bin ich woanders. Nicht unbedingt witzig. Diese Chimäre da würde ich ignorieren, denn diese Chimäre ist momentan ein No-Go, ein Don't-Touchy, Oji-Lucky. War natürlich jetzt wieder super, dass ich getroffen wurde und deswegen meine AP verloren. Naja. Ich habe halt eindrucksvoll gezeigt, wo sie herkommt, was sie macht. Das passt schon. Naja, solange wir Vic folgen, haben wir im Endeffekt den vollen Überblick, wo wir lang müssen, vom Colton nach Halgita zu kommen. Sobald wir woanders hier raus wollen, wie gesagt, es ist mehr oder minder auf das letzte Gebiet hier im Spiel, zumindest werden wir jetzt immer damit agieren müssen. Sobald da irgendwas anderes ist, müssen wir uns erstmal treffen und dann die Karte ausgefüllt. Merkt man mal tatsächlich, wo diese ganzen Dinge sind. Ah, eine neue Technik gelernt. Regenleaf. Wie auch immer. Das halt. Während der ganzen Aktion hier Lunara Regen. I feel amazing. Im Endeffekt haben wir gerade eine Falle mit aktiviert. Ich meine, die verringert jetzt meine Verteidigung, aber. Pff. Oh. Das ist jetzt hier an Ort und Stelle nicht wirklich weiter wichtig, aber man sollte es vielleicht im Hinterkopf behalten, dass meine Verteidigung ein bisschen nach unten gegangen ist. Levusti. Das, was Gustav gesagt hat. Ja, wie ihr sehen könnt, er kriegt Flügel, das wird nochmal wichtig. Weil das nicht unbedingt gut ist. Ich erkläre später mal gerne, aber. Muss man aufpassen. Off we go to the palace. Aya and Sigmund, please follow me. You're calling me Sigmund now? Of course, we're in Lord Sigmund's hometown. Okay. Whatever your name is, your business is at the castle, right? You can count on me to gather information. Yeah, I will. It's no sweat. See ya. Jetzt natürlich, bevor wir wirklich mal dort irgendwo ankommen, wo wir hin sollen und was machen, was wir machen sollen, muss ich im Endeffekt erstmal die ganze Stadt ausrauben. Kennt man ja. Ausrauben, Events angucken, all das gute Zeugs eben. Ich weiß, es kann nervig sein, aber so ist das eben. Mal hier gucken. Du bist der normale Laden, ne? Da muss ich tatsächlich hier lang was, glaube ich. Hoffe ich doch mal. Hier unten sind all die Läden im Endeffekt. Wenn ihr irgendwas in Läden kaufen wollt, ist es weise, sich mit Vic zu verbinden, denn Vic erhält nochmal einen Rabatt von 10% in Läden. Aber nur hin und wieder. Ist trotzdem besser als nichts. Von daher würde ich sagen, macht's ruhig einfach mal. Ja, so ist ja nicht. Es lohnt sich halt hier und da mal. Aber mal ist halt ganz nett. Jetzt bin ich schon an einem Haus vorbeigelaufen. Ist ja wieder typisch ich. So ein Haus, aber da komme ich nicht rein. Komm ich da rein? Nein, aber da. Okay. Lasst euch nicht stören, Kinder. Ich raube euch nur aus. Denkt dran, ich bin auserwählt. Der Freier. Ich darf das. Andere nicht.
Ihr hört mal wieder das liebliche Geräusch. Ihr seht das leichte Flackern. Und schon haben wir einen Seidenschal. Ich glaube, das heißt ein Seidenschal. Ausrüstung kaufe ich später mal. Wenn wir, wie gesagt, ein bisschen mehr gemacht haben. Und ich wieder raus will, vor allen Dingen. Aber gut, bis dahin. Ihr müsst euch im Prinzip merken, dass hier geht so Richtung B1. Hier haben wir die ganzen Shops. Ne? Von Materialien zu Rüstung, zu Waffen, zu allem anderen. Sprich, genau an dem Shop hier dran vorbei, wo wir Medizin etc. kaufen können. Oder Essen. Essen auch gut. Ich sag ja, hier werde ich mich schön verdingen können. Mit den ganzen Materialien, die wir hier haben. Ich glaube, das sind jetzt tatsächlich mal alle. Die ich theoretisch kaufen kann. Ich muss mal gucken. Das soll mal gesagt sein. Das muss mal gesagt sein. Blach. So, Aufzüge haben sie hier auch in Hagita. Den kann man sich schneller fortbewegen. Nur, dass sie eben in der Mitte sind. Das heißt, von hier komme ich ja halt trotzdem schneller weg. So, hier ging's in so eine Kathedrale rein. Da wollen wir noch nicht hin. Wir wollen erstmal nach West. Und zwar so weit wie es geht, ins Inn. Einmal übernachten, das ist auch okay. Können wir mal machen. 1500, ja, kein Ding. Ich meine, mal hallo. Ich frage mich zwar, warum Inns immer so teuer werden, aber was soll's. Savio ist hier, aber viel wichtiger. Ein Panacea. Nicht, dass wir es brauchen. Das Spiel hat das irgendwie nicht so unbedingt raus. Ich weiß. Es ist. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber die Sidequests, selbst wenn sie ein bisschen Flavortext haben und ganz nett drüber kommen, lohnen sich nicht. Bis auf den Ring des Lebens würde ich bisher immer sagen. Sie haben sich noch nicht einmal gelohnt. Aber so ist das eben. Im Endeffekt ein, ich finde mich halt mal damit ab. Ne? Das ist halt so. Na toll. Das heißt, ich bräuchte Vic. Das heißt, ich muss nochmal zurücklaufen zu Vic. Ach. Das war natürlich super. Aber ist okay. Ich werde diesen Part erst beenden, wenn wir Hagita vollständig erkundet haben. Das ist für manche einen ist es natürlich, ja gut, ist nichts passiert, weil wir sind mal eben durch den kleinen Dungeon draußen gelaufen. Dungeon in Anführungszeichen. Jetzt sind wir in Hagita gelandet und jetzt renne ich hier halt wieder wie so ein Lackaffe durch die Gegend und versuche möglichst alle Schatzbrunnen zu sammeln. Und derjenige, der sowas sagen würde, hat im Prinzip ja recht damit. Es ist ja hier nichts los und wir machen das halt nur, um die Stadt schon mal ausgeraubt, zu haben. Einfach aus dem Punkt, da muss ich es halt hinterher nicht mehr machen. Na, das ist so mit so einem 100% Run, den ich aus freien Stücken mache. Ich bin nicht dazu verpflichtet und ihr wollt auch nicht unbedingt immer, dass ich 100% mache. Hauptsache, ich spiele das Spiel mal durch. Wäre auch schon mal ein gutes Ziel, ja. So, Vic macht auf. Danke. Dafür erhalten wir einen Bischofsstab. Kommt in der Kapelle ja ganz gut, ne? Oder zumindest sehr passend. Jetzt werden wir zur zweiten Ebene gehen. Also da wir uns von unten nach oben arbeiten, wunderbar. Kann man sich gut merken, was ich hier tue. Also zweite Ebene, wenn das die erste Ebene ist. Oh, meine Dame. Cranky old woman. Ja, wie kommt jetzt einfach mit. Ich sollte mir meine eigenen, ich meine, ich habe es tatsächlich mal gesagt, meine eigenen Hinweise selbst zu Herzen nehmen und in solchen Fällen
einfach den Charakter mitschleppen. Truhen werden immer geöffnet und ich habe keinen Nervenverlust dabei. Das ist schon besser so. So. Hier haben wir 4 Häuser. Das erste hat im Endeffekt nichts. Und das zweite hat was. Genau. Ein bisschen Papier. Und im dritten ist auch wieder was. Im vierten wiederum nichts. Braucht euch also gar nicht umgucken. Es sei denn, ihr wollt mit NPCs reden, wenn ihr euch das Spiel mal kauft. Es lohnt sich. Es ist eigentlich ein sehr gutes Spiel. Nur die Sidequests würde ich weglassen. Abgesehen davon kommt ihr dann damit schneller durchs Spiel, aber der Punkt ist halt einfach die Sidequests. Naja. Okay. Dritte Ebene jetzt. Denke ich. Glaube ich. Na, hier haben wir eine Bibliothek. Bibliothek. Könnte ich da hoch? Und war da etwas vor allen Dingen? Jawohl. Ein Karatos. Schweißbändchen. Sehr schön. Ja, richtig. Wieder raus. Jetzt will ich nur nicht höher. Das ist, glaube ich. Oder? Ja, erst wollen wir hier rein. So war das. Dann haben wir wieder ein kleines Häuschen hier. Und da ist die Truhe. Ich wollte schon sagen, irgendwo muss jetzt auch noch diese Truhe sein. Ein bisschen Malusholz. Netter Begriff. So. Hier haben wir... Ich gucke jetzt einfach überall rein. Geht schneller, als immer wieder zu meinem Guide zu gucken und die Schnauze zu halten, weil ich keine Ahnung habe, was ich sagen soll, während ich das lese. Am Ende lese ich das vor. Das ist auch Schwachsinn. Da haben wir so. Du machst das schon weg. Blackberry Potion, wunderbar. Gut, die vierte hat wieder was, aber ich gehe einfach mal hier rein, dann ist die Karte aufgedeckt. Passt ja. Ist ja jetzt nicht auch weiter schlimm. Warum braucht eine Stadt eigentlich mehrere Aristos? Wird das schon mal geklärt. Wo ist sie denn? Da. Okay. Jetzt können wir von hier aus natürlich weiter nach oben klettern. Wo auch immer die Treppen waren. Aber hier kommen wir jetzt höher. Mal sehen. Ich weiß auch nicht, warum hier manche Sachen abgesteckt sind. Alter, hier kommst du nicht rein. Muss ich Aufzug fahren? Muss ich einfach durch, ne? Ja. Wunderbar. Sieht ja schon ein bisschen... ich sag mal... königlich aus, das ist ein guter Begriff dafür, denke ich. Oder ein bisschen adliger, auf jeden Fall ein bisschen vornehmer. So. Vornehm, das ist ein guter Begriff dafür. Wunderbar. Ganz schön hoch. Aulika. Ich meine nur, es ist schon recht hoch gewesen. Da darf ich nicht rein. Wie wär's mit hier? Darf ich auch nicht rein? Dann halt nicht. Da stehen 2 Wachen, dann würde ich mal glatt sagen, das ist
der Thronsaal, wobei hier stehen auch zwei Wachen. Was ist denn hier so? Ah, ihre privaten Gemächer. Also bevor wir die Königin gutachten wir erstmal ihre Unterwäsche oder so ähnlich. Wenn ich weiß, was sie anhat, kann ich mich dementsprechend aufwappnen. Okay, nein. Da darf ich nicht raus, aber hier müsste doch... Seid ihr hier nicht irgendwas drin liegen? Ah, geht doch. Ich wollte schon sagen, ich komme da nicht hinter, aber da ist irgendwas. Und jetzt werde ich, man wird vielleicht merken, einen leichten Bogen um diese Wächter da machen, denn die würden meine nächste Story-Sequenz triggern und das wollen wir noch nicht. Wie gesagt, das mache ich dann tatsächlich im nächsten Video, dann haben wir mehr Story, dann passt das. Oder ich mach's jetzt noch. Ich meine, das habt ihr euch eigentlich auch verdient, ne? Langsam. Hier ist hier nix. Hier ist nix. Okay. Kann das nicht. Mir nur egal. Puh. Hier wird drin. Ja. Eine Wundermedizin. Und dazu noch die gesamten Ersparnisse eines ganzen Jahres vielleicht? Was sagst du dazu? Weg. Weg sagt gar nichts, weil er erstmal braucht, aber 5000 Fohl für unsere Mühen. Okay. Ich schicke ihn jetzt erstmal weg. Und dann begeben wir uns in die nächste Story-Sequenz. Die ist dann nämlich erstmal das Ende für heute. Aber nochmal ganz interessant. Also enjoy. This is the throne room. Lord Sigmund, are you ready for your audience? Huh? What? I said, are you ready? Keep it together! Okay. Your Majesty, it is a privilege to stand before you. Princess Aya of Fael, I welcome you. I'm honored. And you have returned. It's, been a while. You were quite refined before, but I must say you have learned to relax your manner of speech. Hey, you think that worked? Be quiet! It was reported that 8 chains were destroyed. I thank you for your service. No need. We have many matters to discuss. Will your stay be long? That's, very nice. But there's some business I must attend to. Business? One of my friends... comrades, has fallen mysteriously ill. He needs to be treated with utmost haste. Why not use a lunaglyph then? Sadly... Very well. Let Sigmund do as he wishes. I am certain there is a good reason. Do as you see fit. Your Majesty. Sigmund, will you and your cadre be returning once your friend is healed? Of course. For your journey, a small token of our appreciation. Thank you, Your Majesty. I'll report the details. You have a look around the castle. We'll meet again later. Thanks. See you later. Na, das lief doch eigentlich ziemlich gut. Und dieses kleine Zeichen ihrer Wertschätzung beläuft sich auf wunderschöne, ich glaube, 10.000 Gold.
Geld, Gold. Werden wir jetzt sehen. Huh? Sigmund, I'd heard news of your return, but to meet in a place like this. Oh no! Sigmund's friend! Have you lost some weight? We must hurry, my lord. I have the proceedings to attend, so farewell for now. Komachi, lead the way. Lord Sigmund, would you please excuse us? Ja, klar, geht ruhig. Alles gut. By the way, ich bin Lord Sigmund. Ja. Capel! Hey, over here! Good news. I heard of this guy who knows everything. He even healed someone with an illness like Edward's. Do you know where he is? No question about it. He lives deep in the Kubazna Timberlands. You're pretty good. Huh. Pretty good? More like perfect. Well, what are we waiting for? Klingt gut. Obwohl wir dann im Prinzip... Oh, sogar 100.000. Obwohl wir dann im Prinzip völlig sinnlos jetzt... ja. Sagen wir mal einfach im Prinzip völlig sinnlos durch die Gegend gerannt sind da. Aber naja. Gut. Für diese Reise werden wir... Nehmen wir mal Aya, Eugene und Vic. Warum nicht? Dann sieht man mal so ein bisschen, was hier so abgeht. Mit denen. Dadurch ändert sich der erste Titel. Von Vic in dem Fall. Und für die weitere Vorgehensweise würde ich erstmal sagen, ich muss eh wieder mit Leuten quatschen. Ihr kennt das ja. Um dann ein bisschen was freizuschalten. Dementsprechend, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir in Hal'Githa ein bisschen aufräumen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen und tschüss. Hallo Leute, ich begrüße euch ganz herzlich zum Abspann von Infinite Undiscovery. Oben links in der Ecke dürftet ihr jetzt eine Anmerkung sehen für ein Video, was angeblich auf eure persönlichen Wünsche abgestimmt ist. Also klickt doch da drauf, um mehr von meinem Channel zu sehen. Und oben rechts ist so ein kleines Icon von meinem Avatar zum Abonnieren. Müsst ihr nicht benutzen, könnt ihr aber. Das wäre alles. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video von Infinite Undiscovery wieder. Auf Wiedersehen und tschüss, Leute!